Haben wir schon, danke schön. Ja. Und Sie, Richard? Natürlich, wir stehen für eine Stunde schon. Warum bist du denn hier? Steht auf dem Zettel. Steht auf dem Zettel, das ist richtig. Du bist gegen TTIP und warum? Weil ich denke, dass da mehr schlaue Leute schon dazu gesagt haben, dass wir langsam fairen Handel brauchen und nicht irgendwelche Leute, die sich da oben entkoppeln und unglücklich werden, sondern einfach alle zusammen wieder vernünftig leben müssen. Das wird immer enger hier und wenn man sich nicht ordentlich benimmt, dann geht das irgendwann schief. Das ist ganz simpel. Vielen Dank für die Meinung. Schönen guten Tag, schön, dass Sie hier am Potsdamer Platz sind. Sie sind gegen TTIP, deswegen sind Sie ja hier. Was bedeutet TTIP persönlich für Sie? Ja, ich habe eine europäische Bürgerinitiative Stop TTIP gestartet, weil ich der Meinung bin, dass TTIP ein großer Angriff auf die Demokratie ist. Wir brauchen keine Schiedsgerichte, wo hochbezahlte Anwälte über unsere demokratischen Gesetze entscheiden können. Wir brauchen keine Regulierungsräte, wo hinter den Kulissen wirklich gemeinwohlwidrige Dinge entschieden werden. Wir brauchen faire und demokratische Handelsverträge und TTIP und CETA sind genau das Gegenteil. Gibt es eine Möglichkeit, TTIP eventuell doch in Umlauf zu bringen, wenn sich da irgendetwas ändern würde? Also TTIP auf dieser Grundlage mit dem bisherigen Mandat, finde ich, ist einfach nur abzulehnen. Ich bin nicht generell gegen Handelsverträge, auch nicht generell gegen Verträge mit den USA, aber TTIP auf dieser Grundlage geht gar nicht. Wir müssen dafür kämpfen, dass diese Verhandlungen beendet werden. Dankeschön. Bitte. Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns hier am Potsdamer Platz zur Demo gegen TTIP, CETA. Und wir befragen jetzt hier gerade ein paar Leute während dieser Demonstration und der Menschenkette, was sie von TTIP halten und ob sie eventuell der Meinung wären, dass man das Ganze mit diversen Änderungen vielleicht doch in Umlauf bringen könnte. Du bist heute hier wegen oder gegen TTIP. Was bedeutet TTIP persönlich für dich? Das habe ich gesagt. Also ich sehe eine große Gefahr auch für mich persönlich, obwohl ich nicht mehr allzu viele Jahre zu leben habe. Aber wie gesagt, das fängt ja schon an der Gesundheitsvorsorge, an Krankenhäuser, Krankenkonzerne. Würde TTIP für Sie in Ordnung gehen, wenn einiges geändert werden würde? Nein. Es wird, wenn schon, nur marginal geändert. Aber im Grunde genommen kommt es zu gar keiner Änderung. Die wollen das so durchsetzen, wie sie es gewollt haben. Sie sagen, der ganze Entwurf ist Mist und der gehört sich überhaupt gar nicht verwirklicht. Nein, wir brauchen das auch nicht. Das dumme Gerede von Arbeitsplatzschaffung und so weiter, das sind alles nur Chimären, die da aufbauen. Die Konzerne wollen das. Die sind sich einig. Und jetzt habe ich letzt noch gehört, auch die Schweiz, die ist tatsächlich mit von der Partie, wo man sich wirklich drüber wundern kann. Ne? Hallo, ihr seid hier am Potsdamer Platz heute hergekommen, gegen TTIP zu demonstrieren. Was bedeutet TTIP persönlich für euch? Zunächst mal halt wohl die Abschaffung unserer Demokratie, der parlamentarischen Demokratie und einfach das Nehmen der Rechte zum Mitgestalten unserer Zukunft und der Zukunft der Kinder und der Enkel. Und am Ende wissen wir halt mittlerweile, weil wir uns auch viel informiert haben, dass es ein von den Konzernen durchgesetzte Gesetze sind, die sie so über die parlamentarischen Mechanismen nicht durchgesetzt bekommen würden, weil die Leute natürlich dagegen wären und jetzt wird es versucht, insgeheim durch die Hintertür durchzusetzen. Und deswegen sind wir dagegen. Gibt es denn irgendwelche Kompromisse, die man in dem Verfahren oder in dem ganzen TTIP-Gedöns, um es mal so zu sagen, ändern könnte, dass es vielleicht doch für jeden irgendwo ansprechend wird? Ja, also die Idee zunächst mal und der Name Freihandelsabkommen klingen ja erstmal positiv. Zunächst dachte ich auch, das ist was Gutes.
Wenn es so wäre, dass der Handel frei ohne Zölle wäre, wäre das ja vielleicht was Gutes. Die Tatsache ist wohl nur diese, dass es darum am Ende wahrscheinlich gar nicht geht, sondern um ganz andere Dinge, die vielleicht auch überhaupt keiner mehr versteht. Vor allen Dingen unsere Politiker nicht. Und wenn es nur um freien Handel ginge, wäre ich dafür, glaube ich. Ja. Dankeschön. Hallo, auch schön, dass du hier am Potsdamer Platz bist. Es geht dir heute gegen TTIP. Genau. Was bedeutet TTIP persönlich für dich? Na, persönlich für mich bedeutet es in allererster Linie eine Abkehr von dem bisherigen System, dass das Rechtswesen einfach in einer staatlichen Struktur verankert ist und damit auch einer demokratischen Kontrolle unterliegt. Bei TTIP geht es jetzt eben darum, auch in der transatlantischen Beziehung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika eine Nebenjustiz einzuführen, die dann auf Wunsch von Investoren Staaten verklagen kann, wenn sie irgendwas machen, demokratisch legitimiert, was den Konzern nicht passt. Und das ist ein ganz großes Problem. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit in TTIP, dass man ändern müsste, um das doch eventuell, attraktiv zu machen? Ja, die Frage ist, was dann von TTIP überhaupt noch übrig bleibt, wenn man diesen Kernsatz wegschreibt. Denn wir haben ja momentan schon einen sehr florierenden Handel zwischen Europa und Amerika. Und ich denke mal, das Einzige, was TTIP letztlich bringt, ist die Möglichkeit für Konzerne, die Gesetzgebung zu beeinflussen. Und ich glaube nicht, dass das irgendeinen spürbaren positiven Effekt für irgendeinen Verbraucher am Ende hat. Also wir könnten uns TTIP insofern eigentlich auch komplett sparen. Dankeschön. Hallo, schön, dass du hier auch am Potsdamer Platz erschienen bist heute bei der Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für dich? Also ich finde es ganz schrecklich, dass irgendwie alles untergangen wird, man überhaupt nicht mehr gefragt wird. Ständig werden irgendwelche Geheimverträge gemacht, ob das jetzt S-Bahn ist oder dieses Handelsabkommen oder mit den Wasserwerken. Und irgendwie, dass die Amis dann hier alles verkaufen können, was Deutsche nicht verkaufen können. Deutscher Landwirt muss sich an Gesetze halten und die verkaufen dann hier die Chlorhühnchen etc. Ne? Gibt es denn eine Möglichkeit, TTIP attraktiv zu machen und es eventuell doch umzusetzen? Nee, glaube ich nicht. Dankeschön. Das wäre wenn es was Gutes wäre, wir hören ja jeden Tag was über den Rettungsschirm. Keiner interessiert das. Keiner interessiert sich mehr für die EU und Griechenland. Das hören wir jeden Tag. Von TTIP, also Zungenbrecher, hören wir nie was. Ich kenne also nur Leute, die gar nicht wissen, was das ist. Das ist richtig, ja. Und warum nicht? Wenn es so was Tolles ist, warum informiert uns keiner darüber? Na, weil es unter dem Tisch passiert. Ja. Hallo, schön, dass ihr hier am Potsdamer Platz seid zur Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für euch? Penny? Ben? Benny. Ja, einen weiteren Abbau von Regulationen für Arbeitsbedingungen, Ernährungsbedingungen, Gesundheitsbedingungen und so weiter. Und vor allem eine Aufgabe von Selbstbestimmung über die Art, wie wir wirtschaften wollen. Du sagst, es wird alles komplett eingeschränkt und das braucht man eigentlich gar nicht. Was wird eingeschränkt? Na, die ganze Freiheit, die man so braucht, das wird alles eingeschränkt, was der Bund braucht, was die Länder überhaupt brauchen, um überhaupt arbeiten zu können. Das wird komplett abgestimmt durch jetzt dieses TTIP. Also in einer gewissen Weise werden sozusagen wirtschaftliche Regulationen untergraben. Aber das wirkt sich nicht sozusagen direkt auf alle Teilbereiche aus, sondern es hat sozusagen einen Einflussbereich, vor allem in ökonomischer Hinsicht, in Bezug auf wirtschaftliche, auf Umweltstandards. Und also ist besonders in dem Bereich relevant. Hallo, ihr seid heute auch hier wegen der Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für euch? Ich denke, zum einen haben wir natürlich Sorgen, dass Umweltstandards abgesenkt werden, weil wir eine Umweltorganisation sind. Was im Grunde genommen alle politischen Gruppen, glaube ich, besorgen sollte, ist, inwiefern unsere Partizipationsmöglichkeiten durch so etwas wie ISDS eingeschränkt werden, weil dadurch Staaten aktiv von Konzernen eingeschüchtert werden können in bestimmten Gesetzgebungsverfahren. Man sieht das zum Beispiel im Verfahren Deutschland gegen Vattenfall. Und ich denke, wenn selbst die Staaten praktisch gedeckelt werden, dann haben wir eine Ebene drunter ja noch viel weniger Chancen. Und deswegen hoffen wir, dass heute möglichst viele Leute dabei sind und ganz klar sagen, dass wir so ein Abkommen nicht unterstützen wollen. Gibt es denn Ihrer Meinung nach irgendeine Möglichkeit, TTIP mit geänderten Modalitäten einzuführen? Ich glaube, das ist schwierig. Also ich glaube, die Frage ist schwierig, weil ich keine Handelsexpertin bin. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Arten von Freihandel schon nützlich sind. Aber ich denke, dass TTIP in dieser Form einfach so viele Punkte hat, die kritikwürdig sind, dass man wahrscheinlich einfach nochmal ganz von vorne anfangen müsste. Vielen Dank. Schön, dass auch ihr heute hier am Potsdamer Platz seid. Was bedeutet TTIP persönlich für euch?
Also für uns hängt das zusammen, TTIP, die Freihandelsabkommen und mit der Massenüberwachung. Also es ist natürlich Teil der Freihandelsabkommen, auch Datenschutz und Bürgerrechte einzuschränken und aufzuweichen. Aber es steht halt noch im größeren Zusammenhang von globaler ökonomischer Hegemonie und Dominanz. Und dagegen stehen wir und das wollen wir nicht. Gäbe es denn irgendeine Möglichkeit, TTIP so zu überarbeiten, dass man das eventuell doch einführen könnte? Naja, also es geht vielleicht auch weniger um die Details. Irgendwie Harmonierung von irgendwelchen Normen ist ja noch in Ordnung und so weiter. Es geht ja eher darum, ob man so einen globalen Kooperatismus will und eben diese Riesenkonzerne oder ob man halt eine demokratische Gesellschaft will, die eben auch Beteiligung ermöglicht und ja, Austausch unter den Menschen. Vielen Dank. Und zwar, was bedeutet TTIP persönlich für dich? Ja, TTIP ist erstmal ein Handelsabkommen, bei dem ich nicht mitreden darf, beziehungsweise bei dem wir Bürger nichts zu sagen haben. Und was ja, vom Gefühl her für mich ein Abkommen ist für große Unternehmen und gegen Menschen. Das heißt explizit? Explizit heißt das zum Beispiel, dass es Konzernen die Möglichkeit gegeben wird, ihre Rechte, in Anführungszeichen ihre Rechte durchzusetzen, an demokratischen Institutionen und an demokratisch gewählten Vertretern vorbei. Dass Gerichte eingesetzt werden, also diese Schiedsgerichte, die ja keine demokratische Kontrolle haben. Gäbe es denn eine Möglichkeit, TTIP trotzdem irgendwo interessant zu machen, wenn da irgendetwas geändert würde in der ganzen Planung? Ich glaube schon, dass man sich dem insgesamt offen gegenüber zeigen sollte, aber die Frage ist, wie das gemacht wird, ist halt die Frage. Also insgesamt ist es ja eine globale Frage und ich glaube, auf globale Fragen sollte man globale Antworten suchen. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass auch über Kontinente hinweg Verhandlungen und Abkommen getroffen werden. Aber das kann natürlich nicht gegen die Menschen gehen. Und nicht nur im Interesse der Profite von großen Konzernen. Und Sie persönlich sehen da gerade überhaupt gar keine Möglichkeit, das irgendwie sinnvoll umzusetzen? Ich glaube, dass es auch wieder Schritt für Schritt gehen muss. Ich glaube, der erste Schritt müsste sein, dass eben nicht privat organisierte Schiedsgerichte, sondern eben demokratisch organisierte und legitimierte Schiedsgerichte dort eingreifen müssten, falls es zu Streitigkeiten kommt. Das wäre so ein erster Schritt in Richtung, dass es vorstellbar wäre. Dankeschön. Nach Werbung für die Balkonei, oder? Zonenschutzabkommen wird die demokratische Selbstbestimmung nämlich stark eingeschränkt. Oder es wird sehr teuer. Dafür gibt es bereits Beispiele. Anfang der 90er Jahre war die Wasserversorgung in Buenos Aires den Wasserkonzern Suez verkauft worden. Hallo, schön, dass auch Sie hier am Potsdamer Platz heute sind wegen der Demo gegen TTIP. Was persönlich würde denn TTIP für Sie bedeuten? Ach, für mich bedeutet das erstmal, dass mir ganz mulmig wird, weil das also unheimlich unsere Demokratie beschädigt oder eigentlich sogar unsere Demokratie aushebelt, wenn man die Passagen aus den Verträgen kennt, diese regulatorische Kooperation, wo dann also, wenn ein Staat, ein Land in Europa oder auch in Amerika etwas ändern will, irgendwelche Gesetze oder Verordnungen lassen will, dann können die Unternehmen, die davon betroffen sind, können schon verhandeln und sagen, das gefällt uns aber gar nicht, sodass dann schon die Entstehung von bestimmten Gesetzen und Verordnungen verhindert wird. Und das wird einfach so sein. Und das ist eine Aushebelung von Demokratie. Da kann man nur den Kopf schütteln, wieso unsere Politiker sowas überhaupt unterschreiben wollen. Und wenn sie es dann noch zum Beispiel machen, dann, wenn dieses ISDS, dieses Investorenschutzabkommen da drin ist, dann besteht ja die Gefahr, dass sie teuer klagen vor nicht autorisierten, privaten, geheimen Schiedsgerichten. Und ich finde das alles so unglaublich. Also das Chlorhühnchen, das würde ich ja überleben. Das ist auch nicht der Punkt dieser ganzen Vertragsgestaltung da, sondern das ist dieser Einfluss, den die Konzerne auf
das Leben von uns Menschen nehmen, ohne dass sie das richtig mitentscheiden können. Das heißt quasi, diese Schiedsgerichte urteilen über Sachen, wo im Prinzip keiner irgendwo drauf Einfluss hat, weil das einfach im Vorfeld schon bescheinigt ist. Weil alles im Vorfeld schon besprochen wird und da auch geglättet wird oder ganz weggelassen wird. Es wird also zu einer Entscheidung kommt hinterher dann etwas, was schon für die Unternehmen angenehm gemacht wurde, falls es dann überhaupt dann noch gemacht wird. Ne? Ich weiß nicht, ob nicht ganz viele Dinge gar nicht passieren dann oder nicht entstehen. Das heißt, wir legen quasi einen roten Teppich aus für Sachen, die eigentlich gar nicht sein dürfen. Also ich finde aber einen Nenner gebracht, kann man sagen, diese Abkommen bedeuten die Versklavung durch die Konzerne. Gäbe es für Sie persönlich eine Möglichkeit, TTIP ins Laufen zu bringen, wenn irgendetwas an der ganzen Sache geändert wird, an der ganzen Vorstellung? Also vollständig kennt man ja gar nicht, wie diese ganzen Texte genau aussehen, die dann irgendwann dem Parlament vorgelegt werden, dem Europäischen. Aber alle die Dinge, die da geregelt werden können und sollen, können meiner Ansicht nach auf einer anderen Ebene auch geregelt werden, zum Beispiel irgendwelche Standards oder so. Wir haben ja hier in Deutschland auch DIN-Normen. Sowas kann man auch auf internationalerer Ebene verhandeln und aushandeln. Also für mich braucht man TTIP, CETA und TISA überhaupt nicht. Wobei, das weiß meistens bisher auch keiner so richtig. TISA ist ganz, ganz gefährlich. Dieser ganze Bereich der Dienstleistungen, der da betroffen ist, das geht in alle Bereiche, in Kultur. Demnächst gibt es ja auch nochmal vom Kulturrat da im Mai eine Veranstaltung dazu. Es ist wirklich so unglaublich, wie umfassend die versuchen, ihre Gewinne festzuzurren. Darauf läuft es nämlich letztlich hinaus. Das heißt, für Sie persönlich gibt es genug Alternativen, die man nehmen könnte, anstatt TTIP umzusetzen? Ja, man gibt ja sonst auch Verträge, nationale, internationale, bilaterale, trilaterale. Das kann man alles machen. Und vor allen Dingen auf einem transparenten Weg, dass eben auch die Bürger demokratisch vorher schon mal Bescheid wissen, was da eigentlich läuft. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Was bedeutet TTIP persönlich für Sie? Also TTIP bedeutet Abbau aller sozialen und ökologischen Schranken, sowohl in den USA als auch in Europa. Gibt es denn irgendeine Vorstellung, die Sie haben, dass man TTIP ganz geändert, das ganze Projekt komplett geändert, irgendwie umsetzen könnte? Ja, also das ganze Projekt muss man kappen. Das sollte man nicht weiterverfolgen. TTIP verfolgt die falschen Ideen. Wir sind doch in einem Prozess des Klimawandels. Und da müsste man auf diese Ideen, also auf ökologische Ideen, sehr viel mehr Wert legen. Was bedeutet es denn, wenn Schwarzwälder Schinken nach Amerika geliefert wird, ohne dass Transportkosten berechnet werden, also dass die externen Kosten, die die Natur beeinträchtigen, nicht in die Preise eingerechnet werden? Da hat doch niemand einen Vorteil davon. Das heißt, für Sie quasi ist TTIP der größte Müll, den es eigentlich gibt? Ja, also TTIP ist ganz schlecht. Das bedeutet Kapitalismus pur, aber nicht nur TTIP, sondern auch CETA und dieses andere TIPAS. Hallo, mein Name ist Thorsten Merk, ihr seid hier am Potsdamer Platz heute zur Gegen-TTIP-Demo. Was persönlich bedeutet TTIP für euch? Also für mich bedeutet es halt, mich stört, dass man zum Beispiel mit den, Privatisierung von öffentlichen Werken, Wasserwerke, Stromnetze und sowas, dass das vielleicht erleichtert werden kann oder dass quasi die Rekommunalisierung erschwert werden kann. Das ist eine Sache. Und dann
das mit den Gerichten, also es wird ja immer gesagt, diese geheimen Gerichte, dass man da halt, dass die Konzerne leichter, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll. Dass sie leichter miteinander agieren können. Ja, ich finde es halt störend, dass ein Vorschlag auf den Tisch gebracht wird, ohne dass vorher darüber abgestimmt wird, bei der Bevölkerung, ob jetzt in Deutschland oder woanders. Also ich finde, das sollte zuerst vorgelegt werden und dann sollte darüber entschieden werden. Und nicht irgendwie, dass große Demonstrationen nötig sind, um überhaupt auf sich aufmerksam zu machen, dass man als Bürger auch noch da ist. Gäbe es denn für euch überhaupt eine Möglichkeit, TTIP in Umlauf zu bringen, ohne unsere demokratischen Grundordnung irgendwie einzuschränken? Naja, da ist halt die Frage, wie, was dann noch in TTIP drinsteht. Also wie, inwiefern das verändert werden kann und vor allem, wie weit die Veränderungen dann wieder umgangen werden. Also da müsste erstmal ein Gegenvorschlag her, um dann darüber entscheiden zu können wieder. Und der ist ja erstmal nicht in Sicht anscheinend und deswegen sind wir hier. Vielen Dank fürs Gespräch. Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Merk. Wir sind hier auch hergekommen, gegen die TTIP zu demonstrieren. Was persönlich bedeutet TTIP für Sie? Nichts Gutes. In einem Satz gut gesagt. Was könnte denn TTIP ändern, beziehungsweise dieses ganze Vorhaben, was könnte da geändert werden, dass es für Sie eventuell doch lukrativ wird? Da kann gar nichts geändert werden, das Ganze muss weg. Das sind ja mal ganz klar knallharte... Für den Bürger bringt es nichts Gutes, für die mittelständische Industrie noch viel weniger. Raten Sie mal, für wen das was bringt. Recherchieren Sie doch mal. Für wen denn? Ja, recherchieren Sie mal. Ich bin gespannt auf Ihre Sendung. Für uns bringt es nichts Gutes. Schönen guten Tag, wir befinden uns hier vom Brandenburger Tor. Sie sind hier bei der Veranstaltung gegen TTIP. Was bedeutet TTIP persönlich für Sie? Für mich persönlich, also ich sehe das ja nicht nur persönlich, sondern ich sehe es gesamtgesellschaftlich. Einschnitte in soziale Errungenschaften, in kulturelle Errungenschaften, wenn es zu diesem Vertragsabkommen kommt. Leider nicht transparent, leider nur von der EU-Kommission hinter Türen abgestimmt und letztendlich werden unsere Regierungen in Europa und das Europäische Parlament etwas abnicken, von dem wir heute noch nicht so genau wissen, was es für Auswirkungen bringt. Gäbe es denn für Sie persönlich eine Möglichkeit, TTIP umzusetzen, wenn einiges geändert werden würde? Das kann ich so nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der Text aussieht. Verstehe. Und dieses hinter den Türen verhandeln bringt uns natürlich allen nichts. Aber wenn das jetzt alles etwas transparenter wäre, hätten Sie dann eine andere Einstellung zu diesem ganzen Thema? Also was mich anbetrifft, da bin ich ja schon mal immer prophylaktisch misstrauisch, was so große Handelsabkommen, Vereinbarungen betrifft. Und ich könnte mir erst mal vorstellen, dass es wahrscheinlich gerade dort, wo es um fortschrittliche Sachen geht, also sowohl in sozialer, kultureller Hinsicht, ökologischer Hinsicht wahrscheinlich, also ich könnte mir mal gut vorstellen, dass es wahrscheinlich sowieso ziemlich negativ sein wird. Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Merk. Wir befinden uns jetzt hier gerade zwischen der amerikanischen Botschaft und dem Brandenburger Tor bei der Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für Sie? Für mich bedeutet es einen starken Abbau von Demokratie und etwas, was total gegen das ist, was jetzt wichtig ist, dass nämlich weniger Transporte da sind, dass die Wirtschaft schrumpft, dass man regional wirtschaftet, sondern es wird so gemacht, als ob das ganz toll wäre, wenn es immer mehr Wirtschaft gäbe. Und dann natürlich noch ganz besonders rationell und alles, das ist ja Quatsch. Ne? Es ist ja wichtig, dass Menschen ein bisschen Beschäftigung haben, dass sie mitbestimmen können und TTIP ist einfach total daneben. Gäbe es denn für Sie eine Alternative zu TTIP?
Also erstmal weg damit. Das ist das ganz Wichtige. Und wenn dann jetzt irgendwie vielleicht die eine oder andere Norm verändert werden sollte, das kann man auch so machen, ohne dass man jetzt auch noch ein Investitionsschutzabkommen macht. Und dann ist natürlich so, wenn Herr Obama sagt, jetzt muss es aber mal ein bisschen flott gehen, dann muss man eigentlich erst recht auf die Bremse treten. Ne? Die haben ja ein Interesse daran und nicht, dass wir hier besser leben. Das ist ihnen ja egal. Sie persönlich schließen also TTIP aus, aber man könnte irgendwelche Normen ändern, um trotzdem so etwas Ähnliches irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja, was Ähnliches eigentlich nicht nur, wenn gesagt wird, was weiß ich, irgendjemand kann etwas nicht verkaufen dort und dorthin, weil verschiedene Normen existieren, dann kann man sich ja auf kleinen, sozusagen wie von Mensch zu Mensch, von Betrieb zu Betrieb einigen, dass man da etwas Vernünftiges macht. Aber dafür braucht man kein Riesenabkommen zwischen Staaten. Und es soll ja eigentlich auch darum gehen, dass Staaten entmachtet werden. Und ich bin dagegen. Ich habe eher so die Tendenz, Menschen müssen mehr mitbestimmen, richtig mitbestimmen, nicht nur irgendwann mal wählen und dann ist alle Macht weg und so wird dann so gemacht, als ob alle blöd sind und oben die wissen, was los ist. Und ja, TTIP ist irgendwie viel zu umfangreich. Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Merk, wir stehen hier vor der amerikanischen Botschaft. Was bedeutet TTIP persönlich für Sie? Das bedeutet für mich vor allem eine Einschränkung von demokratischen Rechten. Eine große Gefahr für unsere Demokratie, dadurch, dass wir Gefahr laufen, Investoren, also der großen, also Industrie, global operierenden Unternehmen, ein Instrument in die Hand zu geben, zu verhindern, dass wir hier weiterhin in Europa und in Deutschland ambitionierte Umwelt- und Verbraucherschutzgesetzgebung machen können. Ja, beispielsweise auch gegen, dass diese sich auch gegen Fracking durchsetzen könnten, also dass gegen ein Fracking-Bann zum Beispiel geklagt werden könnte und halt auch die ganze Art und Weise, wie das durchgeführt wird, hinter verschlossenen Türen, dass die Industrie da viel mehr Zugriff hat als teilweise gewählte Abgeordnete auf nationaler Ebene oder auch auf europäischer Ebene, finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Gibt es denn für Sie überhaupt irgendwelche Alternativen zu TTIP? Ich finde, es gibt durchaus Sachen, die man machen sollte, also wenn zum Beispiel Autoblinker in verschiedenen Ländern verschieden blinken, dann muss das nicht unbedingt sein. Das kann man aber auch auf einer Ebene regeln, auf der man halt nicht demokratische Rechte einschränken muss. Also es gibt vieles, was man halt machen kann, um Handel zu verstärken, was man auch tun sollte. Aber dafür braucht man nicht halt diese riesige Maschine, die da in Gang gesetzt wurde. Sie sind also auch der Meinung, TTIP verstößt absolut gegen die Demokratie? Ja, in der jetzigen Form absolut, ja. Also Stefan, ich bin Thorsten. Wir stehen hier gerade vor der amerikanischen Botschaft. Bei der Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für dich? Für mich persönlich werden unsere Freiheitsrechte eingeschränkt, indem einfach Konzernen erlaubt wird, gegen Staaten zu klagen und das einfach an unsere demokratische Verfassung vorbeigeführt wird, dass wir kein Mitspracherecht haben, dass Konzerne Staaten verklagen dürfen für entgangene Gewinne in der Zukunft. Und das finde ich persönlich pervers und dafür bin ich heute hier. Genau richtig. Genau richtig, dafür stehe ich auch. Gibt es denn irgendeine Maßnahme eurer Meinung nach, dass man TTIP irgendwie verändert, doch in Umlauf bringen könnte? Finde ich persönlich nicht. Ich bin für ein freies, demokratisches Handelsrecht, so wie es auch ist, unter Wahrung der Souveränität jeder Staaten. Und das ist für mich wichtig. Und das hat immer so funktioniert und das kann auch so weiter funktionieren. Hallo, mein Name ist Thorsten. Wir stehen hier vor der amerikanischen Botschaft. Und wir sind heute hier, um gegen TTIP zu demonstrieren. Was persönlich bedeutet TTIP für Sie? Am schlimmsten finde ich die Schiedsgerichte. Das heißt? Schiedsgerichte sollen darüber entscheiden, dass Konzerne nicht weniger Gewinne machen, beziehungsweise, dass sie mehr Gewinne machen, wenn sie das vorher behauptet haben und irgendwelche Auflagen könnten ihnen erteilt werden. Oder wenn die Auflagen noch gar nicht erteilt sind, dann werden sie womöglich zurückgenommen. Das hat es auch schon gegeben in Hamburg, als es um das Kohlekraftwerk Moorburg ging. Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die in den Freihandelsabkommen stehen. Bekannt geworden ist vor einiger Zeit, oder es hieß vor einiger Zeit, es würde Wirtschaftswachstum geben, abgesehen davon, dass Wirtschaftswachstum ja nicht unbedingt wünschenswert ist, ist inzwischen rausgekommen, dass selbst für die Leute, die sich Wirtschaftswachstum wünschen, dass es damit gar nichts ist.
Das heißt, für Sie ist TTIP eigentlich ein totgeborenes Kind, was eigentlich kein Mensch braucht? Dass kein Mensch braucht, richtig, aber totgeborenes Kind nicht, das wäre schön. Es ist ein Kind, das im Mutterleib ist und gute Herztöne hat, von dem kann man nicht erwarten, dass es totgeboren wird. Und das ist im Augenblick auch so. Wir können nicht sicher sein, dass es totgeboren werden wird. Das wäre natürlich schön. Dankeschön fürs Gespräch. Hallo, schön, dass Sie auch heute hier sind bei der Demo gegen TTIP. Wir stehen hier vor der amerikanischen Botschaft. Was persönlich bedeutet TTIP für Sie? Es bedeutet Achtung vor allem. Es bedeutet, dass wir aufpassen müssen, dass wir als Demokratie keine Kontrolle verlieren. Also es bedeutet Achtung betreffend Thema Lobbyismus. Es bedeutet Achtung betreffend Umweltschutz, Standards, die wir überhaupt schon geschafft haben, aber auch Achtung betreffend Standards, die dringend nötig noch sind, die wir vielleicht nicht durchkriegen, wenn diese Geschichte durchgeht. Sie sehen es also auch so, dass im Prinzip mehr Schaden angerichtet wird als Gutes? Ich denke, dass Freihandel generell eine wichtige Sache ist, eine Sache, die auch mit Globalisierung zusammenhängt. Globalisierung ist auch eine Sache, die einfach jetzt da ist, die auch gut ist, Verbindung von allem. Aber ich denke, es hat viele Seiten, die wir eben noch nicht genau voraussagen können. Ich glaube, das ist das Problem. Also die Sache TTIP ist so groß und auch das, was daraus entstehen kann, ist riesig. Und das ist das Problem, das ist, glaube ich, niemand voraussehen kann. Gibt es denn für Sie in der Umsetzung von TTIP eine Möglichkeit, das irgendwie doch lukrativ zu machen? Also lukrativ wird es sicherlich für große Konzerne werden. Und ich glaube, deswegen wird es auch gepusht von vielen großen Konzernen. Und wir wissen ja auch gar nicht genau, wer in den Räumen sitzt, wo dieses Thema besprochen wird. Das heißt, wir wissen nicht, welche Lobbyisten da auch drin hängen. Und so wie man, glaube ich, die Politik gerade verstehen kann, hängen doch eine Menge Lobbyisten auch drin. Das heißt, es geht nicht wirklich um Allgemeinwohl, vermute ich. Es geht sehr viel um das Thema Industrie und auch nicht darum, dass die Industrie das dann weitergibt an die Gesellschaft, sondern denke ich schon, dass diese Profite dann woanders hängen bleiben. Also für uns als Normalbürger ist es im Prinzip Quatsch. Naja, ich denke, klar, es wird ein paar Vorteile geben, auf jeden Fall. Aber ich denke, es wird sehr viele Nachteile geben, die wohl auch schwierig sind, rückgängig zu machen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ich denke, das ist wie so ein Schritt, wenn wir den gehen, ist es sehr schwer zu sagen, ob wir wieder zurückkommen. Quasi the way of no return. Ja gut, no return vielleicht nicht, aber manche Themen werden sehr, sehr schwierig werden. Genau. Dankeschön fürs Gespräch. Ja, ich danke Ihnen. Schönen guten Tag, mein Name ist Thorsten Merk. Wir stehen hier vor der amerikanischen Botschaft bei der Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für Sie? Für mich ist es ein Problem für den europäischen Datenschutz, für unsere Regeln. Wir sind kritische Informatiker und sprechen uns hier dafür aus, dass das nicht unbedingt auf dem Niveau der amerikanischen Regeln angeglichen wird. Das heißt generell? Das heißt generell, wir befürchten, dass wir unsere relativ hohen europäischen Datenschutzstandards hier einbüßen. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir hier mitmachen bei der Menschenkette. Wir haben eigentlich hier eine bestimmte Kampagne, setzen uns für die friedliche Nutzung des Internets ein mit Cyberpeace, aber wir sehen eben auch dieses Datenschutzthema und damit auch durch TTIP gefährdet. Und quasi ist für Sie also der komplette Datenschutz, die Demokratie etc. pp. Komplett unten durch, wenn TTIP irgendwann mal kommt? Ja, sagen wir mal so, das Ganze wird ja geheim verhandelt, insofern muss man das Schlimmste befürchten. Ja, wenn die nichts zu verbergen hätten, könnten sie ja auch mal das dann offenlegen und die Verhandlungen offen führen und dann würden wir vielleicht auch ein paar Sorgen weniger haben oder ein paar mehr, je nachdem, was dann so ans Licht käme. Dankeschön fürs Gespräch. Bitte. Schönen guten Tag, wir sind hier bei der Demo gegen TTIP. Was persönlich bedeutet TTIP für Sie? Nein, ja, muss ich erstmal nachdenken. Also, ich mache mir ja eigentlich immer, was ich denke, dazu hier hin. Und was habe ich hier geschrieben? Das Wohl des Verbrauchers stehe im Mittelpunkt, nicht der Profit. Und ich kenne eigentlich viele Bestimmungen und im ND habe ich auch in der gestrigen Ausgabe eine ganze Seite gelesen, was das bedeutet. Ich meine, von der CETA wissen wir ja den Inhalt, von TTIP wissen wir das ja noch nicht, aber das ist ja nicht viel anders. Und was es uns schaden kann, den einfachen Menschen einfach. Ich denke einfach nur an die Verbote, Rücknahme von Privatisierung. In Berlin hatten wir das mit dem Wassertisch. Na, wieso lassen wir uns das aus der Hand nehmen, zu bestimmen, wem was gehört?
Das heißt also im Klartext, für Sie kommt das eigentlich gar nicht in Frage, weil das im Prinzip nur schadet. Ja, also mit den Bedingungen, die wir jetzt aus CETA kennen oder was so durchsickert hier mit diesen Gerichten außerhalb des üblichen Rechtsstaates, ja. Na, was soll denn das? Das sehen wir ja jetzt schon an Vattenfall, wenn sie den Staat verklagen, dass Riesensummen bezahlt werden sollen. Und wer bezahlt das? Das bezahlen nicht die das unterschreiben, sondern das bezahlen die Leute, die Steuern abliefern müssen. Also ich habe das schon davon gehört. Und obwohl ich eigentlich im Garten sein müsste, weil ich da viel zu tun habe, bin ich doch hergekommen und freue mich ganz doll, dass wir so viele Menschen haben, die Kette. Mehr als. Damit danke ich mich bei Ihnen, dass Sie trotz Gartens Zeit für ein Gespräch mit mir halten. Hallo, mein Name ist Thorsten. Was bedeutet TTIP für dich? TTIP bedeutet für mich vor allen Dingen Entrechtung von Verbrauchern und Bürgern. Und gerade mit diesen geheimen Schiedsgerichten, wo kein Bürger Einfluss hat und auch kein Staat mehr groß Einfluss hat, das ist völlig antidemokratisch und hat für mich in einem Rechtsstaat nichts zu suchen. Würde es denn für dich persönlich eine Möglichkeit geben, so etwas Ähnliches wie TTIP umzusetzen, wenn sich die ganzen Formen ändern würden, oder beziehungsweise die Art der Umsetzung? Also ich glaube, man müsste da sehr das alles umstricken. Ich bin auch nicht unbedingt gegen solche Abkommen, aber so wie sie hier gemacht worden sind, sind sie einfach indiskutabel. Wenn, dann muss man sowas machen mit Bürgerbeteiligung, man muss Verbraucherrechte hier auch einen entsprechenden effektiven Schutz geben und nicht nur entsprechenden Unternehmen einen Rechtsschutz geben, sondern die Verbraucher müssen genauso berücksichtigt werden und das ist hier einfach nicht der Fall. Du sagst also, dass quasi bloß die Großen was für sich gewinnen können und der Kleine wie wir, der hat grundsätzlich verloren. Ja, es gibt ja in diesen ganzen Abkommen, ob TTIP, CETA und so weiter, halt keine wirklichen Widerspruchsmöglichkeiten für Verbraucher. Das heißt, die verschiedenen Akteure können eigentlich nur sich zusammensetzen, also die verschiedenen Unternehmen, und in einem nicht öffentlichen Schlichtungsverfahren, so wie das hier vorgesehen ist, Geheimabsprachen treffen. Wir haben im Grundgesetz ein klares Verbot von Geheimgerichten. Als solches sehe ich dieses Schlichtungsverfahren an. Das ist nichts anderes als ein Geheimgericht, was mit unserer Verfassung nicht vereinbar ist. Das Brandenburger Tor, das Tor zur Freiheit. Wird denn hier unsere Freiheit komplett eingeschränkt durch TTIP? Keine Ahnung. Warten wir ab. Hello.